schnell mit meiner Brille drauf gucken. Hallo liebe Algorithmen-Trader. In dem heutigen Beitrag sprechen wir über meine Marktstrategie und mit welchen Informationen ich meine Handelsentscheidungen treffe. Dazu zeige ich euch auch eine Marktbetrachtung, die es bisher noch nicht gibt. Damit ist es sogar möglich, für einige Sekunden in die Zukunft zu schauen, wohin der Markt genau läuft. In meinen letzten vier Videos habe ich euch konkrete Vorgehensweisen aufgezeigt, womit ein Händler seine Gewinnwahrscheinlichkeit deutlich erhöhen kann. Angefangen von der Auswahl des besten Internettarifs über die Erstellung des optimalen Arbeitsplatzes bis hin zur Auswahl des richtigen Brokers und eines effizienten Assets. Zusätzlich habe ich euch unterschiedliche Charts mit selbstentwickelten Indikatoren zur Verfügung gestellt, die ich selbst im Forex- und Future-Handel verwende. In meinem letzten Video haben wir darüber gesprochen, welche Börsensoftware empfehlenswert ist und wie man kostenlos an eine professionelle Börsensoftware kommt, um damit langfristig viel Geld zu sparen. Alle Informationen findet ihr kostenlos auf meinem Blog bei Forex Factory zum Runterladen. Schaut euch dazu im Abspann einfach dieses Video an. Wie ihr bereits wisst, habe ich vor 11 Jahren meine Gewinnschwelle im Forex-Markt unter anderem durch das Gesetz der großen Zahlen erreicht. Doch der Durchbruch kam nicht etwa durch einen bestimmten Indikator und ebenso nicht durch Informationen aus dem Future-Markt, sondern indem ich begonnen habe, den Markt so zu lesen wie ein Musiker sein Notenblatt. Das Entscheidende für einen Trader ist es zu verstehen, was gerade im Markt passiert. Daraus können dann Ableitungen getroffen werden, die unsere Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen. Bevor ich mit dem Traden begann, habe ich mich zunächst ausführlich mit möglichen Wahrscheinlichkeiten auseinandergesetzt, um herauszufinden, ob ich im Forex- oder Future-Markt beginne. Ich wusste, dass von 1000 Anfängern nur 100 die Gewinnschwelle erreichen, 50 damit Geld verdienen und nur 25 Trader langfristig von ihrem Handel leben können. Diese Quoten haben sich auch bis heute nicht verändert, obwohl es so viele Trading-Coaches gibt, die angeblich ihren Schülern auf die Sprünge helfen. Betrachten wir nun das Gesetz der großen Zahlen etwas näher. Die Häufigkeit, mit der ein Zufallsereignis eintritt, nähert sich seiner rechnerischen Wahrscheinlichkeit immer weiter an, je häufiger ein Zufallsexperiment durchgeführt wird. Diese statistische Gesetzmäßigkeit nennt sich das Gesetz der großen Zahlen. In anderen Worten geht die Differenz zwischen der beobachteten relativen Häufigkeit und der theoretischen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses für unendlich viele Durchgänge des Zufallsexperiments gegen Null. Jetzt werden sich sicher viele fragen, was damit genau gemeint ist. Sehen wir uns das Gesetz der großen Zahlen an einem Beispiel an und stellen wir uns vor, wir werfen 10-mal eine faire Münze. Die beiden Ausgänge dieses Experiments, Kopf und Zahl, können jeweils mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 50% auftreten. Damit sollten wir theoretisch bei 10 Münzwürfen jeweils 5-mal Kopf und 5-mal Zahl erhalten. In der Realität wird es aber selten so sein, dass wir bei 10 Würfen jedes Ereignis wirklich genau gleich oft erhalten. Stattdessen fällt zum Beispiel 7-mal Zahl und nur 3-mal Kopf. Die relative Häufigkeit von Kopf beträgt also 30%. Das ist deutlich weniger als die erwartete Wahrscheinlichkeit von 50%. Wenn wir nun die Münze in einem zweiten Experiment nicht 10-mal, sondern 100-mal werfen würden, würde sich die Situation etwas verändern. Stellen wir uns nun vor, wir erhalten in diesem Fall 41-mal Kopf und 59-mal Zahl. Die relative Häufigkeit von Kopf wäre also dann 41%.
Wenn wir nun diese Zahl mit der relativen Häufigkeit aus dem ersten Experiment vergleichen, stellen wir fest, dass sich die relative Häufigkeit etwas an die theoretisch erwartete Wahrscheinlichkeit angenähert hat. Wenn wir nun die Münze noch häufiger werfen, würde diese Differenz weiter abnehmen. Wir erkennen also, dass sich die relative Häufigkeit immer näher bei der Wahrscheinlichkeit von 0,5 stabilisiert. Bei unendlich vielen Würfen würde die relative Häufigkeit praktisch der Wahrscheinlichkeit entsprechen. Man sagt deshalb auch, die relative Häufigkeit konvergiert gegen die theoretische Wahrscheinlichkeit. Bevor ich nun mit dem Traden begann, habe ich mir zunächst ein Demokonto eingerichtet und pro Tag 50 Trades absolviert, die ca. 1-2 Minuten liefen. Innerhalb von einem Monat waren das insgesamt 1000 Trades. Ziel war es herauszufinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich in das Trading-Rennen gehen würde. Hier sehen wir die Gewinner je 100 Trades und hier die Verlierer je 100 Trades. Auf den ersten Blick könnte man nun behaupten, dass sich meine Verlustquote innerhalb von 1000 Trades von 73% auf 68% gesenkt habe. Das ist allerdings falsch, da es sich hier nur um einen Stichprobenwert handelt. Hier sehen wir meine ersten 100 Trades, hier die nächsten 100 Trades und hier die gesamten 1000 Trades. Im Durchschnitt lag meine Verlustquote bei über 70%. Bei den ersten 500 Trades lag die Gewinnquote bei durchschnittlich 28% und bei den nächsten 500 Trades bei 30%. Ich habe also innerhalb von 1000 Trades meine Gewinnquote von 28% auf 30% gesteigert. Meine aktuelle Gewinnquote lag also nun bei 30%. Ebenso war mir klar, dass ich meine Gewinnquote pro 1000 Trades um 2% verbessern konnte. Das bedeutete, nach ca. 10 bis 12.000 Trades könnte ich meine theoretische Gewinnschwelle erreichen. Dann habe ich einen Plan ausgearbeitet und festgestellt, dass meine durchschnittliche Verlustquote bis zur Gewinnschwelle bei ca. 60% liegt. Daraus folgte nun die nächste Frage, ob ich im Forex oder im Future-Markt handeln sollte. Ich berechnete zunächst den Forex-Markt und kalkulierte einen theoretischen Verlust von 1320 Euro. Das gleiche führte ich dann auch noch einmal für den Future-Markt durch und da der Mindesteinsatz bei einem Lot lag, wäre daraus ein Verlust von 161.000 Euro entstanden. Da man heute aber auch mit einem Mikrolot handeln kann, wäre der Verlust natürlich etwas geringer. Spätestens jetzt wird jeder verstehen, warum man bis zur Gewinnschwelle auf keinen Fall im Future-Markt handeln sollte. Wobei das natürlich immer auf das jeweilige Asset ankommt. Als die Frage für mich geklärt war, musste ich nur noch den Faktor Zeit analysieren. Hierzu musste ich wissen, in welcher Zeit ich durchschnittlich eine bestimmte Anzahl von Pip erreichen konnte. Natürlich sind 3,5 Pip in 3 Minuten deutlich weniger als 25,5 Pip in 2 Stunden. Allerdings ist die Effizienz bedingt durch den Pip-Wert pro Minute im 3-Minuten-Bereich 5-mal effektiver. Ich betrachtete die unterschiedlichen Zeiteinheiten und wie viele Chancen sich daraus ergaben. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich im M1, da dort theoretisch alle 5 Minuten eine neue Chance für einen Trade entstand. Daraus ermittelte ich pro Tag 96 Chancen, von denen ich natürlich maximal nur 48 Chancen hätte nutzen können. Der Minutenscalper hatte 24 Chancen, der kurzfristige Daytrader 8 Chancen und der mittelfristige Daytrader kam nur auf 2 Chancen pro Tag. Damit war klar, wie lange es gedauert hätte, um meine Gewinnschwelle zu erreichen. Hier die Zeit, um ein guter Trader zu werden und hier die Zeit, um Profi zu werden. Dazu einen kleinen Tipp. Wenn ihr demnächst auf einen Trading Coach trefft,
der euch für 5.000 Euro ausbilden möchte, um alten Wein in neuen Schläuchen zu servieren, empfehle ich euch, etwas genauer hinzuschauen. Wenn der Trading Coach zum Beispiel 28 Jahre alt ist und seit 4 Jahren Erfahrung hat, kann es sich kaum um einen Profi handeln. Und wenn er als Daytrader unterwegs ist, müsste er theoretisch seit 24 Jahren handeln, um ein richtiger Profi zu sein. Da ich im Finanzdienstleistungsbereich gelernt hatte, wusste ich, dass eine hohe Volatilität gerade für einen Anfänger kontraproduktiv ist. Die dummen Sprüche der Trading Coaches sorgen dafür, dass du nämlich im S&P oder im Aktienmarkt 2 bis 4 Mal mehr Geld verlierst als zum Beispiel im Euro-US-Dollar. Und wenn der Trading Coach nicht locker lässt, gib ihm die Chance im 1-Minuten-Chart. Da die meisten Trading Coaches das Live-Trading meiden, wie der Teufel das Weihwasser, soll er dir im 1-Minuten-Chart genau sagen, wohin die nächste Kerze läuft. Das schaust du dir einfach 30 Minuten an. Und wenn der Trading Coach keine Erfolgsquote von 60-80% erreicht, würde ich dir empfehlen, die Finger davon zu lassen. Denn wir alle wissen ja nur zu gut, wie sehr die Trading Coaches ihre Schüler lieben. Ebenso war mir damals klar, dass es schwachsinnig ist, nach dem Heiligen Gral zu suchen. Bei einer Verlustquote von 90% könnten zum Beispiel 9 Trader jeweils 100 Euro verlieren. Also liegen 900 Euro im Topf, die nun an die Gewinner ausgeschüttet werden können, der damit 900 Euro erhält. Wenn es nur noch 2 Verlierer gäbe, kämen 200 Euro in den Topf, die nun auf 8 Gewinner verteilt werden. Und 25 Euro ist natürlich deutlich weniger als 900 Euro. Wenn jeder nur noch gewinnen würde, gäbe es keine Verlierer und natürlich auch damit keine Gewinner. Das Kausalitätsprinzip von Ursache und Wirkung zeigt genau, wie an der Börse der Preis entsteht. Damit ist es wissenschaftlich belegt, dass der Preis nur aus einem Zufall entsteht. Und genau daraus kann man keine zukünftigen Ableitungen erstellen, die nachweislich profitabel wären. Hinzu kommt, dass 70% der Preisbewegungen innerhalb eines Equilibriums stattfinden. Deshalb sollte man immer in einer kleinen Range handeln. Ebenso sollte man alle Möglichkeiten nutzen, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen und das Hauptaugenmerk natürlich auf das Money Management legen. Im Wesentlichen habe ich in den letzten Jahren 3 Hauptpunkte entwickelt, die meinen Erfolg unterstützen. Mit Hilfe der Bionic-Kerze bin ich im Forex-Markt in der Lage, die entscheidenden Schlüsselkerzen zu identifizieren, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen möglichen Umkehrpunkt zeigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, die aktuelle Marktstärke zu ermitteln, sowie zum Beispiel mit einem unsichtbaren Stop zu arbeiten. Dazu gibt es unterschiedliche Module, die ihr kostenfrei auf meinem Blog herunterladen könnt. Des Weiteren sollte man die Arbeitsweise der Big Player kennen, um genau zu wissen, in welcher Marktphase sie sich gerade befinden. Dabei gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, worüber ihr ausführliche Informationen auf meinem YouTube-Kanal findet. Der 3. wesentliche Punkt sind die Future-Daten, die mir eine noch tiefere Markteinsicht ermöglichen. Die wichtigsten Daten generiere ich ausschließlich aus dem DOM und der Time and Sales Liste, um daraus meine Handelsentscheidungen zu treffen. Die große Herausforderung ist es, bestimmte Daten aus dem DOM oder der Time and Sales Liste so miteinander zu verknüpfen, dass daraus ein klares Bild entsteht. Bisher gibt es keine Software, die mir die Daten genauso aufbereitet, wie ich es benötige. Aus diesem Grund muss ich mit einer eigenen Programmierung arbeiten, die mir diese Daten dann zur Verfügung stellen. Daraus erstelle ich dann ein eigenes Setup mit einer für mich nachvollziehbaren Strategie, die mir am Ende meine Handelsentscheidungen erleichtern. Und natürlich spielt auch hier das Money Management eine ganz entscheidende Rolle.
Hybrid Trading bedeutet, mit den Daten aus dem Future-Markt Handelsentscheidungen für den Forex-Markt zu treffen. Das bedeutet, zunächst analysiere ich die Schlüsselkerzen im Forex-Markt und sobald der Preis in meine entscheidende Zone kommt, analysiere ich im Future-Markt das Auge des Tornados, womit ich meine Gewinnwahrscheinlichkeit in den letzten Jahren deutlich erhöht habe. Hier sehen wir den Dom, die Ursache aller Preisbewegungen, und ich habe mich in der Vergangenheit schon oft gefragt, ob man aus diesen Daten eine Ableitung erstellen könnte, um für einen kurzen Moment in die Zukunft zu schauen. Also habe ich zunächst einmal für mich eine Börsenformel entwickelt, um daraus eine mögliche Ableitung zu erstellen. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. 10 Market Sell Orders laufen in eine 20 Lot Limit Buy Order und 10 Market Buy Orders laufen in eine 5 Lot Limit Sell. Da die Market Orders immer nacheinander abgearbeitet werden, beginnen wir zunächst mit den Market Sell Orders. 10 Market Sell Orders treffen auf 20 Limit Buy Orders. Nun liegen noch 10 Limit Buy Orders auf der Bid-Seite und die Market Sell Orders sind abgearbeitet. Der Preis liegt auf dem Best Bid. Nun kommen 10 Market Buy Orders herein, die auf 5 Limit Sell Orders treffen. Zunächst springt der Preis auf den Best Ask. 5 Limit Sell Orders werden abgearbeitet. Danach springt der Preis um einen Tick nach oben. Wie wir wissen, werden beim Volumen Trading die Market Sell und die Market Buy Orders addiert. In diesem Fall wäre das ein Ergebnis von 20. Und die Frage ist, welche Informationen bekommen wir in Bezug auf die Bewegungsrichtung? Leider keine. Gehen wir jetzt einmal einen anderen Weg. Wir addieren die Market Sell mit den Limit Sell und erhalten 15 Bären. Dann addieren wir die Limit Buy mit den Market Buy und erhalten 30 Bullen. Und jetzt stellen wir uns vor, dass 30 Bullen gegen 15 Bären kämpfen. Wer wird am Ende gewinnen? Nun, wahrscheinlich die Bullen. Und genau deshalb läuft der Preis nach oben. Daraus habe ich nun eine Ableitung erstellt, die wir uns nun anschauen. Wir sehen den Euro-US-Dollar M1 im Forex-Markt und hier meine gefilterten Market-Sell-Orders aus dem Future-Markt, die für eine stärkere Marktbewegung verantwortlich sind. Hier sehen wir die Market-Sell-Orders, die weniger den Markt bewegen, weil sie von stärkeren Limit-Buy-Orders abgefangen werden. Im Prinzip ist das wie eine Bremse. Daneben sehen wir die Market Buy Orders, die den Markt stärker bewegen und daneben die Bremse. In der Mitte finden wir die aktuelle Liquidität. Der grüne Balken zeigt die Stärke der Bullen und der rote Balken die Stärke der Bären. Und jetzt gehen wir einmal in die Praxis. Der Preis ist stärker nach unten gelaufen. Es gab einen kleinen Pullback und wir befinden uns aktuell in einer Abwärtsbewegung. Nun achtet einmal bitte auf den mittleren Liquiditätsbalken. Der springt plötzlich stark nach oben und zeigt, dass gleich die Bullen angreifen. Genau zu diesem Zeitpunkt könnte man nun einen Long Trade mit einem sehr kleinen Stop absetzen. Kurze Zeit später läuft der Preis 10 Pip nach oben mit einem überdurchschnittlichen CRV. Plötzlich springt der Liquiditätsbalken nach unten und zeigt, dass nun die Bären dran sind. Das heißt, Ausstieg aus dem Long und Einstieg in den Short Trade. Kurze Zeit später sind wieder 10 Pip erreicht mit einem sehr guten CRV. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir befinden uns in einer Abwärtsbewegung. Die Bullen zeigen ihre Stärke und kurze Zeit später sind 10 Pip erreicht. Wir befinden uns immer noch in einer Aufwärtsbewegung. Plötzlich zeigen die Bären ihre Stärke. 3 Minuten später sind wieder 10 Pip erreicht. Das war natürlich nur ein kleines Beispiel, was man mit Hilfe von Algorithmen alles erreichen kann. Programme innerhalb der Algorithmen folgen immer dem Weg,
den der Programmierer vorgegeben hat. Aus diesem Grund gibt es klare Muster in den Algorithmen, die man zu seinem Vorteil nutzen kann. Natürlich stehe ich in diesem Bereich noch völlig am Anfang und es sind noch viele Jahre harter Programmierarbeit notwendig, um daraus klare Ableitungen zu erstellen. Allerdings kann man bereits jetzt schon erkennen, dass man mit Hilfe der Algorithmen in der Lage ist, für einige Sekunden in die Zukunft zu sehen. Und genau darum geht es ja auch im Trading, nämlich einen Vorteil gegenüber allen anderen Marktteilnehmern zu haben. Und da die Algorithmen immer nach dem gleichen Schema verlaufen, wird es zukünftig möglich sein zu erkennen, in welcher Marktphase sich die Big Player gerade befinden. Und was das bedeutet, kann sich bestimmt jeder vorstellen. Ich drücke euch weiterhin alle Daumen im Handel und vielleicht sehen wir uns bald auf meinem Blog bei Forex Factory. Ganz liebe Grüße, Michael.